Abgasräder, 5 plus 5 Design, 9 Blade, Open Back, Full Back. Was das alles bedeutet, erkläre ich euch im heutigen Video. Wir sind ja schon mal allgemein auf das Thema Abgasräder eingegangen. Das Video können wir bestimmt unten in der Beschreibung verlinken. Heute geht es speziell um, ja, ich sag mal, die Designs der Abgasräder. Es gibt ja, sag ich mal, Serie, OEM, dann gibt es Upgrades und dann gibt es noch sogenannte Extrem-Upgrades oder Upgrade-Designs. Ich habe hier so ein wunderbares Schnittmodell. Wie ein Turbolader jetzt allgemein funktioniert, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das wisst ihr alles, haben wir schon tausendmal erklärt. Hier ist das Verdichterrad, hier ist das Abgasrad. Hier ist sozusagen, naja, die Abgase kommen hier rein und treffen hier aufs Abgasrad. Dabei gibt es auch ein paar Dinge zu beachten, denn unabhängig davon, ob es einflutig oder zweiflutig gibt, das haben wir auch schon mal erklärt, gibt es ja hier auch einen bestimmten Winkel. Und der ist nicht ganz unentscheidend. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt einen Vierzylinder-Motor, 6- oder 8-Zylinder. Ihr habt ja keinen gleichmäßigen Abgasstrom, sondern ihr habt praktisch eine Pulsation von den Zylindern, die immer ja in einer bestimmten Zündreihenfolge zünden und Abgase ausstoßen. Und genauso passiert das auch im Krümmer und auch sozusagen hier im Abgasgehäuse dann. Und dadurch entsteht eine Drehbewegung und die sozusagen, ja, dreht die Welle und dementsprechend das Kompressorrad oder Verdichterrad. Wir haben hier wunderbar eine schöne Auswahl von verschiedenen Abgasrädern. Dafür nehme ich mal das hier kurz weg. Und zwar haben wir hier ein OEM-Abgasrad mit 12 Blades. Blades bezeichne ich die Schaufeln, also 12 Schaufeln. Und ihr seht hier eine Wuchtmarkierung, hier hinten ist auch eine Wuchtmarkierung. Ah, ist ein K04064. Das passt gerade sogar super. Komme ich noch gleich drauf dazu. Serie. Hier haben wir vom i30N Serie. Das sind 11 Schaufeln. Und was fällt euch auf, wenn ihr die beiden vergleicht? Richtig, das hier sieht irgendwie geschlossen aus und das hier nicht. Das nennt sich Open Back und das nennt sich Full Back. Beim Full Back ist der Vorteil, dass die Hitze, die hier im Abgasrad oder im Raum vom Abgasrad entsteht, nicht direkt aufs Hitzeschild gelangen kann und damit ja die Kolbenringe thermisch belastet und auch das Lagergehäuse zusätzlich thermisch belastet. Es gibt ja noch ein Hitzeschild, das dahinter sitzt, aber allgemein hilft das sozusagen ein bisschen, die Hitze wegzuhalten vom Lagergehäuse. Und ihr werdet jetzt feststellen, bei den ganzen Upgrade-Rädern, die ich euch gleich zeige, die sind alle Open Back. Und zwar ist der wichtigste Vorteil bei Abgasrädern das Gewicht. Wenn ich jetzt hier eine geschlossene Rückseite hätte, habe ich natürlich mehr Gewicht, also schlechteres Ansprechverhalten, auch mehr Belastung für die Lagerung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vom Design her man irgendwie ein bisschen eingeschränkter ist, weil das läuft ja hier auch so aus. Und das habe ich natürlich beim Open Back die Problematik nicht. Ich kann die Schaufeln hier sehr individuell gestalten, auch unabhängig voneinander. Ich denke auch vom Gieß- und Konstruktionsverfahren ist das dann wesentlich vorteilhafter. Das ist hier ein K0464 Serie. Das ist K0464 Upgrade. Ihr seht schon, 9 Blades oder 9 Schaufeln. Auch Open Back. Und es ist exakt dieselbe Größe. Das heißt, das kann man 1:1 tauschen. Natürlich muss die Lagerung und so weiter sollte ausgetauscht werden und muss neu gewuchtet werden und hier und da ist klar. Was ist denn jetzt der technische Vorteil von dem hier gegenüber dem, obwohl die dieselbe Abmaße, also die Grundabmaße haben? Das heißt, damit meine ich den Eintrittsdurchmesser und den Austrittsdurchmesser. Ja? Denn der Abgasstrom trifft hier ein und läuft hier raus. Das heißt, ihr habt auch immer, wie beim Verdichterrad, zwei Angaben. Die sind da aber verdreht, weil der Austritt ist ja sozusagen genau zur Downpipe-Seite und der Eintritt ist sozusagen zur Lagergehäuse-Seite. Beim Verdichterrad ist es ja umgekehrt. Und der Vorteil ist ganz klar, wenn ihr euch hier mal die Schaufeln anguckt, dann seht ihr hier, die Schaufeln sind hier wesentlich größer dimensioniert. Nicht im Umfang, sondern ich sag mal in der Fläche und im Design. Also dadurch, dass die so geschwungen sind und vor allen Dingen auch nur 9 Schaufeln haben, haben die Schaufeln jetzt mehr Platz. Ja, um sie länger zu ziehen und auch noch designmäßig zu optimieren. Hiermit hat man in der Regel auf jeden Fall einen geringeren Abgasgegendruck im oberen Drehzahlbereich. Und durch das Schaufeldesign, dadurch, dass, ich sag mal, 3 Schaufeln fehlen gegenüber hier, könnte man jetzt argumentieren, naja, dann ist das Ansprechverhalten ja hier ein bisschen schlechter. Die ist erstmal auch noch leichter. Und gleichzeitig habe ich vom Design der Schaufeln
eine verbesserte Anströmung, eine bessere Effizienz. Und dadurch verbessert sich sogar bei größeren Wellen, wenn die jetzt ein bisschen größer wäre, sogar das Ansprechverhalten. Ich kann mit einem Upgrade-Abgasrad, was vernünftig konstruiert ist und gut designt ist, auf jeden Fall ein sehr gutes Ansprechverhalten erzielen und eine hohe Leistungsausbeute. Denn gleichzeitig, nicht nur, dass ich weniger Abgasgegendruck habe, können hier mehr Abgase durchfließen. Das heißt, ich habe eine bessere Effizienz und damit läuft auch mein Turbolader effizienter. Denn das ist praktisch der Motor fürs Verdichterrad. Dieses Rad, nur wenn dieses Rad sich dreht, dreht auch das Verdichterrad und nur dann wird Ladedruck erzeugt. Die 9-Blade Abgaswelle vom Kano 464 habe ich euch ja schon mal gezeigt, im Vergleich zu dem hier, wisst ihr schon. Und es gibt ja, ich sag mal, seit ein paar Jahren so ein neues Design, was sich so langsam durchsetzt im Performance-Markt. Es nennt sich 5 plus 5. Schaut euch das mal genau an. Ihr seht hier, ich sag mal, ja, 1, 2, 3, 4, 5 große Schaufeln und irgendwie 5 kleine. Das sieht auch irgendwie designmäßig komplett anders aus. Das ist auch eine Welle, die für den Kano 464 ist. Ja. Seht ihr nochmal, die Abmaße sind, okay, ist schwer auf der Kamera zu sehen, aber die Abmaße sind gleich, aber das Design ist schon ziemlich unterschiedlich. Die Vorteile des 5 plus 5 Designs sind, dass der Abgasgegendruck noch weiter gesenkt wird, also im oberen Drehzahlbereich, wenn ihr Vollgas fahrt, aber durch dieses ja, Design hier, dadurch, dass ich 10 Schaufeln habe anstatt 9, ist das Ansprechverhalten hier besser als mit der, denn die Abmaße sind gleich, das heißt, die ist nicht größer als die. Und die sind beide nicht größer als Serie. Aber alle drei verändern den Lader auf ihre eigene Art und Weise. Und mit dieser Welle hier am allerbesten. Und wir hoffen natürlich, dass dieses Design sich auch bei vielen anderen Abgasrädern durchsetzt. Das heißt, eventuell dann auch die neuen Schaufeln-Varianten irgendwann ersetzt. Denn ich bin zuversichtlich, dass das hier definitiv bei den Upgrades so die Zukunft sein wird. Jetzt kommen wir nochmal zu der Extremnummer. Und zwar... Das, dieser Oschi hier, ist für B58, also alles so die neueren 140i, 340i, 240i und so weiter. Die Welle passt jetzt direkt für die Male-Lader-Version, ist einfach nur extrem. Aber ist halt schön zu sehen, was designmäßig geht. Die wiegt natürlich auch einiges, aber ist auch ein Sechszylinder mit viel Hubraum. Da geht auch ordentlich Abgasmenge durch. Und auch hier gilt natürlich bei dem Design, ich sag mal, höhere Ausschiebbarkeit, also besseren Abgasstrom, weniger Abgasgegendruck bei vergleichsweise guten Ansprechverhalten im Vergleich zur Serie, je nachdem, wie groß ich natürlich auch das Verdichterrad wähle. Weil hier ist natürlich jetzt dann auch, ich sag mal, so ein Oschi von Verdichterrad drauf, der ja auch eine gewisse Trägheit hat. Ganz wichtig, es gibt ein grundsätzliches Verhältnis von der Größe des Abgasrads zum Verdichterrad. Wir haben ja hier ein Verdichterrad. Das erzeugt eine gewisse Luftmasse, die wird im Motorraum verbrannt, zusätzlich mit Kraftstoff. Daraus wird Energie gewonnen und Abgase gelangen in den Krümmer durch die Auslassventile wieder hier rein. Da ist ganz wichtig zu wissen, dass es in der Regel so eine Pauschalformel gibt von das Abgasrad muss eine gewisse Luftmasse abkönnen, ja, im Verhältnis zu der Luftmasse, die der Verdichter liefert. So 1,03 sagt man sozusagen. Und dazu kommt auch noch, dass das Abgasrad gewisse Verluste hinnehmen muss. Zum Beispiel Reibungsverluste, Wärmeverluste. Das alles ist sehr theoretisch, kann man in Formeln ausrechnen und wird dann an Rechnern sozusagen simuliert. Und da kann man auch die Designs der Abgasräder ändern und dementsprechend die Vor- und Nachteile dann visuell darstellen. Weil ansonsten die Effizienz in den Keller geht oder der Turbolader gar nicht funktioniert. Ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel. Ja, ich habe jetzt mal hier ein Verdichterrad und jetzt könnte man denken, okay, ich mache jetzt hier das rein. Gut, in der Regel, das passiert nicht. Ja, das wird auch überhaupt nicht funktionieren. Das Abgasrad hat eine ganz andere Drehzahl als dieses kleine Verdichterrad und das würde überhaupt nicht harmonieren. Aber ich sag mal, viel schlimmer ist es. Stellt euch bitte vor, dass diese Welle nochmal 50% kleiner wäre. Aus einem Smart zum Beispiel. Und dann baut ihr so ein Verdichterrad an, weil ihr denkt, umso größer, umso besser, umso mehr Druck. Diese Welle ist der Motor, der dieses Verdichterrad eintreibt. Und das hat eine gewisse Grunddrehzahl, die im Abgasgehäuse ja, erreicht wird. Das heißt,
wenn ihr jetzt hier solche Verhältnisse habt, das ist ja auch Gewicht, ihr habt einen Hebelarm, der hier wirkt. Das heißt, es könnte ein Wellenbruch passieren. Die Effizienz geht in den Keller. Ihr habt gar keinen Ladedruck richtig, weil die Geschwindigkeit und die Trägheit dieses Rads einfach dazu führt, dass diese Welle nie die Drehzahl erreicht, damit hier überhaupt erstmal Ladedruck entsteht. Denn auch dieses Design hier hat alles was damit zu tun, in welcher Form Luftmasse angesaugt wird, verdichtet wird und ein Druckverhältnis erzeugt wird. Also bitte lasst, sag ich mal, die Experten daran. Wir haben, sag ich mal, für die Berechnung von Verdichtergradgrößen zu Abgasradgrößen haben wir eine gewisse Grundformel. Die, sag ich mal, seit 15 Jahren ist die immer weiter perfektioniert. Die funktioniert auch wunderbar. Und wir haben natürlich ja auch eine Flowbench, wo wir, ich sag mal, die Werte nochmal visuell, ich sag mal, im Endeffekt, wenn der Lader fertig gebaut ist, nochmal ermitteln, bedaten und schauen, okay, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Natürlich ist auch wichtig bei Abgasrädern nicht nur das Design, sondern auch das Gewicht. Wir haben ja schon in einem unserer vergangenen Videos über Abgasräder erklärt, was für Materialien es gibt. Bogwana EFR verwendet zum Beispiel Gamma-Titan-Aluminid. Das ist 50% leichter als Inconel bei einem gleichwertigen Abgasrad mit derselben Größe, mit denselben Abmaßen. Dadurch habe ich natürlich ein besseres Ansprechverhalten. Und auch während des Schaltvorgangs, wenn ich kurz vom Gas gehe und den Gang wieder eingelegt habe und wieder Vollgas gebe, kommt der Lader schneller wieder. Das heißt, das Design und die Materialauswahl ist sehr wichtig. Also Augen auf beim Laderkauf, achtet also nicht nur unbedingt auf die Größe, denn das allein ist nicht ausschlaggebend, wie gut der Lader am Ende funktioniert, sondern auch Design und Materialauswahl der Abgasräder, wie auch der Verdichterräder. Ich hoffe, ich habe den ein oder anderen von euch so ein bisschen erklären können, wo die Unterschiede sind und die Vor- und Nachteile bei Abgasrädern und bei deren Designs. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich persönlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann aktiviert den Abo-Button und vor allen Dingen vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dadurch werdet ihr mal rechtzeitig über unsere neuesten Videos informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.